Sahel. Ich heiße Sie willkommen und danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Dies ist der zweite Teil einer Reihe von Videos, in denen wir über einige der vielen Pathologien sprechen, in die die Erde eingetaucht ist. Wenn Sie sich zuerst den ersten Teil anhören möchten, finden Sie in der Beschreibung einen Link, der Sie dorthin führt. In diesem Video sprechen wir über die Tendenz, diejenigen, die anders denken oder fühlen, zu misshandeln oder an den Rand zu drängen, insbesondere wenn sie offener oder unschuldiger sind als sonst oder wenn sie es wagen, eines der Schemata in Frage zu stellen, die die Grundlagen der sich selbst erhaltenden Realität der 3D-Matrix bilden. Dieses Mal werde ich über ein weiteres Problem in der Denkweise der 3D-Erde sprechen, das jede persönliche und spirituelle Entwicklung und jeden Fortschritt auf dem Weg zur wahren Erkenntnis der Realität, die Sie kennenlernen möchten, behindert, verzögert, verlangsamt oder einschränkt. Wie einige meiner Gefährten bereits erwähnt haben, ist die irdische Wissenschaft brutal begrenzt. In den meisten Fällen wird sie einfach durch eine reduktionistische und materialistische Denkweise eingeschränkt, was bedeutet, dass alles durch die Summe seiner Teile und immer innerhalb eines materiellen Rahmens entschlüsselt oder erklärt werden kann, der durch die grundlegendsten physischen Sinne sichtbar und spürbar ist. Und in vielen anderen Fällen geben sie Wissen völlig verkehrt weiter, stellen es auf den Kopf oder versuchen sogar, völlig falsche Argumente zu beweisen, die einer logischen und wirklich wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Dies geschieht durch Studien, die akribisch durchgeführt werden, um zu einer bestimmten Schlussfolgerung zu gelangen, und die dann durch Kampagnen von unterschiedlicher Aggressivität an die Bevölkerung herangetragen werden, je nachdem, wie tief sie diesen Glauben in der Bevölkerung verwurzeln wollen. Alles im Interesse derjenigen, die die irdische Gesellschaft leiten, um die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit eines bestimmten Kerns der Gesellschaft oder der allgemeinen Masse zu kontrollieren. Und in einer Welt, die von Unsicherheit, der offensichtlichen Notwendigkeit, auf anderen Herren zu trampeln, um sich zu behaupten, und der allgemeinen Verleugnung der Dinge, die die bequeme Realität durchbrechen, die sie in eine Position der scheinbaren Überlegenheit über andere versetzt, beherrscht wird, besteht die Tendenz, jede Absicht zu ignorieren, zu bestrafen und lächerlich zu machen, neue Wege zu erforschen, neue Türen zu öffnen und neue Bereiche zu studieren, die von dem abweichen, was die offizielle oder geförderte irdische Wissenschaft der Zeit weiß. Denn nach so vielen Jahren des Studiums und des buchstabengetreuen Erlernens dessen, was sie bisher mit viel Mühe entdeckt haben, werden sie von einem Stolz überwältigt, der es ihnen nicht erlaubt zu akzeptieren, dass sie vielleicht, und nur vielleicht, nicht nur nicht alles wissen, sondern dass jemand ohne all diese Studien daherkommen und einige Fragen auf den Tisch legen könnte, die eine Person mit einem Abschluss in Verlegenheit bringen würden. Aber das Problem wäre nicht so ernst, wenn es dabei bleiben würde. Und Tatsache ist, dass die Informationen, wie praktisch alles andere auch, auf verschiedenen Ebenen unterteilt sind. Aber es gibt noch etwas viel Schlimmeres. Der Glaube, dass diese Informationen wahr und vollständig sind, ist ebenfalls in verschiedene Ebenen unterteilt. Auf diese Weise fügt der Kontrolleur seinem Schüler eine bestimmte Denkweise ein und leitet ihn an, dass es bestimmte Dinge gibt, die nur er selbst weiß. Sie lehren die nächstniedrigere Stufe einer eingeschränkteren und gelenkten Version dieses Wissens, bis sie die allgemeine Bevölkerung erreichen, die sich für umfassend informiert und äußerst gebildet hält, nachdem sie die Informationen, die sie erreichen, gesucht und gefunden hat, bis zu dem Punkt, an dem sie in Arroganz verfällt, wenn es darum geht, diese gelernten Themen zu diskutieren. Das erzeugt in den unsichersten Menschen Stolz und Arroganz, die eine große Unfähigkeit hervorrufen, zu lernen oder auch nur neue Konzepte zu hinterfragen, die die zuvor Erlernten ersetzen können, um die Realität, in der sie leben, wirklich zu verstehen und nicht so sehr, um einfach nur Recht zu haben, was für sie nichts anderes ist als eine Position der Überlegenheit gegenüber anderen. Oft lernen die Schwachen, so zu tun, als seien sie die Starken und Weisen, aber das ist nur eine Verkleidung oder sie haben gelernt, eine bestimmte Art zu sein nachzuahmen. Wenn diese Maske kompromittiert wird, kommt die Arroganz zum Vorschein,
mit der Sie die Person bestrafen, die versucht, etwas auf freundlicher und respektvoller Weise zu hinterfragen, um zu lernen und zu entdecken. Und das Schlimmste ist, dass diese Aggressivität am Ende dazu führt, dass die Person, die bestimmte Dinge in Frage stellt, damit aufhört, zumindest in der Öffentlichkeit. So entsteht eine perfekte Zensur, die zu der Zensur hinzukommt, die die Kontrolleure bereits auf direkte und buchstäbliche Weise ausüben und die die Menschheit darauf trainiert, nicht aus den Fugen zu geraten. Aber sie dürfen nicht auf den Gedanken verfallen, dass sie dumm, unwissend oder unreif sind, denn das ist genau das, was sie erreichen wollen, damit sie in einer Position der Überlegenheit oder Autorität bleiben können. In Wirklichkeit handelt es sich um eine künstliche Überlegenheit, denn sie basiert nicht auf einem echten, uneingeschränkten Studium der Realität um sie herum und ihren eigenen Schlussfolgerungen. Sie basiert auf der Wiederholung dessen, was sie gelernt haben, das ist alles. Für mich ist das viel dümmer, als Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Ja, natürlich sind wir alle in einigen Aspekten des Lebens sehr unwissend, denn es gibt unzählige von ihnen, aber macht das irgendetwas an ihnen aus oder nicht? Wenn sie Fragen stellen, dann genau deshalb, weil sie es wissen wollen. Wenn sie etwas auswendig lernen, ohne es zu hinterfragen, dann nur, weil sie den Anschein erwecken wollen, dass sie es wissen, sei es, um einen Abschluss, einen Job oder eine gesellschaftliche Stellung zu erlangen. Wenn Sie mich fragen, finde ich es ziemlich arrogant und bei allem Respekt, sogar absurd, zu glauben, dass nur die Dinge existieren, die Sie mit Ihren menschlichen Sinnen wahrnehmen können. Viele Tierarten besitzen Eigenschaften, Merkmale oder Sinne, die es ihnen ermöglichen, Dinge wahrzunehmen, die Menschen nicht wahrnehmen können, und sie müssen ihren eigenen Planeten nicht verlassen, um diese Tiere zu finden. Sie sind dort, bei ihnen. Daher würde ich nach meiner eigenen Logik und meinem eigenen Urteil sagen, dass es ganz logisch ist, dass es zumindest mehrere Ebenen der Welt um sie herum gibt und dass sie einen Bereich wahrnehmen und andere Wesen einen anderen Bereich, höher, niedriger, ähnlich oder völlig anders. Ich weiß nicht, bin ich verrückt? Ich bin sicher, Sie haben das schon einmal gehört. Der Grund, warum Sie all die Sterne am Nachthimmel leuchten sehen, der Grund, warum Sie dort existieren, ist, das Leben in Ihnen ist, das Bewusstsein in Ihnen ist. Genauso sage ich Ihnen, wenn diese Bereiche oder Ebenen der Wahrnehmung existieren, dann deshalb, weil etwas in Ihnen ist. Andernfalls gäbe es nichts wahrzunehmen, es gäbe diese verschiedenen Wahrnehmungsbereiche nicht. Man muss kein Außerirdischer sein, man muss nicht einmal ein Genie sein, um zu erkennen, dass das Universum einer Ordnung folgt, dass es einem Muster folgt. Die Dinge existieren nicht einfach, weil sie existieren oder zufällig. Alles hat einen Grund oder viele Gründe, die auf harmonische und perfekte Weise miteinander verbunden sind, um die Existenz von etwas anderem hervorzurufen, das wiederum in Übereinstimmung und in voller Kohärenz mit allem anderen existiert. Wenn es Wesen gibt, die in der Lage sind, andere Ebenen wahrzunehmen, zu denen sie keinen Zugang haben, dann deshalb, weil es auch auf diesen Ebenen Leben gibt. Und dieses Leben existiert auch, indem es einen bestimmten Bereich wahrnimmt, zu dem sie gehören können oder auch nicht, mit seinen eigenen Regeln, seinen eigenen Überzeugungen und sogar seiner eigenen Wissenschaft, zu der sie gehören können oder auch nicht. Hören Sie nie auf, Fragen zu stellen, selbst über Dinge, die Sie bereits zu wissen glauben. Lassen Sie sich durch das aggressive Urteil von jemandem, der behauptet, es mit Sicherheit zu wissen, nicht Ihr Selbstvertrauen rauben. Hören Sie ihm zu und beurteilen Sie selbst, was für Sie in seiner Argumentation stimmt, denn er mag in dem einen oder anderen Punkt recht haben. Und bieten Sie schließlich Ihre Erfahrung an und das, was Sie herausgefunden haben oder was Sie gelernt haben und worüber Sie noch im Unklaren sind, indem Sie es auf diese Weise ausdrücken, aber niemals, niemals auferlegen. Was springt für Sie dabei heraus? Geht es Ihnen so sehr darum, Recht zu haben oder möchten Sie lieber die Wahrheit wissen? Dies ist nur ein Ratschlag von mir. Mit freundlichen Grüßen, Zahel von Irra.
Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.